Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieseldad-Video auf meinem Kanal. Es ist ein Tesla-Video und es ist ein Neuland-Video, denn wir sind auf Roadtrip mit meinem Buch. Und wenn ich sage wir, dann meine ich dieser Tesla und Oscar. Heute beginnt unsere Neuland-Tour. Wir sind mit dem Tesla unterwegs nach Köln, nach Hamburg und nach Berlin und wieder über Ulm nach Hause. Sind jetzt hier in Bruchsal schon mal am Laden. Und der Plan ist, dass wir ungefähr um 17 Uhr in Köln sind, wo wir das Buch vorstellen, ein bisschen draus lesen und hoffentlich viele Leute kommen. Das werdet ihr dann nachher auch sehen. Wie ihr sehen könnt, ist der Kofferraum voll. Natürlich mit Laptop, allen möglichen Sachen hier, Tasse. Und hier sind viele Bücher drin. Da gibt es eine Box, die haben wir auch dabei, Lautsprecher. Da hinten geht es noch weiter mit Büchern. Und wir haben jetzt erstmal Ladezeit. Ich muss sowieso mal pipi und wir gucken mal, dass wir das zum Essen kriegen. Und dann geht es weiter nach Köln. Eine Sache, die mich immer noch beschäftigt bei dieser Planung ist, ja, du kannst so einen Trip planen und dann sagt dir das Auto, wie du mit einmal laden zum Beispiel jetzt nach Köln kommst, aber dann bin ich halt mit 12% in Köln. Ich will ja da auch rumfahren, da gibt es keine Supercharger, da habe ich vielleicht keine so gute Ladeinfrastruktur. Deswegen würde ich lieber mit ein bisschen mehr dort ankommen, auch weil ich am nächsten Tag nach Hamburg fahre, möchte ja bis zum nächsten Supercharger kommen. Und das weiß ich nicht, vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare reinschreiben, wenn es diese Möglichkeit gibt, dass man hier einfach in der App sagt, ich will mit so und so viel Prozent ankommen am Ziel, weil das fände ich noch eine sinnvolle Geschichte. Bei der Gelegenheit ein Wort zum Vampirstrom. Ich hatte ja in meinem letzten Video erwähnt, dass ich 1 Kilometer Reichweite pro Stunde verloren habe und ich wusste, woher es kommt. Vielen Dank für die vielen Tipps. Manche haben auch gesagt, unmöglich, Tesla, ist ja klar, ne? Aber es könnte sein, dass es mein eigenes Fehlerchen war, nämlich ich habe ja diese Tesla-Fi oder Tesla-Fi-App und es könnte sein, dass die eben immer wieder auf Tesla zurückgegriffen hat hier und ihn aufgeweckt hat und gesagt, ey, was ist los, gib mir mal Daten. Jedenfalls gab es da auch einige Hinweise von euch dahingehend eben, dass ich dort mal einstellen sollte, dass das Model 3 eben nach 30 Minuten zum Beispiel in den Schlaf geht und das habe ich gemacht. Zuvor war es eben immer so, dass das Auto nur geparkt hat und tatsächlich eben 1 Kilometer pro Stunde verloren hat. Und jetzt ist es so, dass er eben wieder nach 30 Minuten in den Schlafmodus geht und dafür braucht er praktisch gar keinen Vampirstrom. Also ich hoffe, das Problem ist gelöst. Wir fahren jetzt los, laden wahrscheinlich zwischendurch nochmal und wir sehen uns dann in Köln wieder beim Veranstaltungsort. So, wir sind jetzt hier angekommen bei den Gute Botschaftern und ja, viele fleißige Hände, zum Beispiel der Christian, haben hier schon Sachen aufgebaut. Hi, Freunde sind zu Besuch. Der Sohn ist auch fleißig, Gitarre ist gestimmt und wir sind gespannt, ob diese Plätze nachher voll werden. Der Oscar will euch noch was Tolles zeigen. Ja, wir haben Kartenzahlung, man kann mit Apple Pay bezahlen. Also man kann bei uns etwas tun, was man bei der Deutschen Bahn nicht kann, ne? Willkommen in Neuland, willkommen in Neuland, yeah, willkommen in Neuland. Und damit herzlich willkommen in Tag 2 von unserem Trip. Gestern in Köln eine kleine, zugegeben, nicht so gut besucht, wie ich erhofft hatte, Veranstaltung. Aber sehr schön, sehr nett, mit lieben Menschen und ich glaube, wir hatten zusammen wirklich einen tollen Abend. Bücher habe ich auch verkauft, also ich glaube, es ist keiner ohne Buch rausgegangen, der da war. Das hat Spaß gemacht und wir sind auf dem Weg nach Hamburg und ich stehe mal wieder am Supercharger. Habe wieder was dazugelernt, nämlich, dass man hier in Kamen offensichtlich umsonst superchargen darf. Und deswegen sind hier alle Stalls auch besetzt und es geht ziemlich langsam vonstatten. Ich bin erst einmal so eine lange Strecke gefahren nach Berlin, ihr erinnert euch. Und jetzt also dieser lange Trip, Köln, Hamburg, Berlin, Ulm, Konstanz. Ja, was mir auffällt, außer dass es entspannt ist, Spaß macht und schön ist. Ein Detail, ich finde den Sitz auf Dauer ein bisschen unbequem. Also mir tut hinter der Arsch weh nach ein paar Stunden. Ja, und was uns auch immer wieder auffällt beim Fahren auf längeren Trips, also vor allem hier meinem vegetarischen Sohn und mir, ist offensichtlich muss Elon Musk sehr gerne Burger essen, also ich kann es mir nicht anders erklären. Alle Supercharger sind praktisch bei McDonald's oder bei Burger Kings. Also wir laden hier Biostrom, ja, tun was für die Umwelt und essen dann leckere Fleischberge. Naja, jetzt ja nicht mehr. Weil wir einmal so einen Trip gemacht haben, wo wir glaube ich dreimal an einem Tag bei McDonald's waren und ich kann Fastfood nicht mehr sehen, Alter. Nee, wir essen es einfach nicht. Wir gehen halt immer nur pipi und dann fahren wir weiter. Was allerdings immer sehr nett ist an den Superchargern, ist, dass man immer Leute trifft. Also vorhin habe ich zum Beispiel dieses Ding nicht rausgekriegt, diesen, ja was ist das? Den Stecker, ja, habe ich nicht rausgekriegt. Dann kam gleich einer, ja, das Problem hatte ich vorhin auch schon. Ich weiß übrigens, wer du bist, hab deine Videos gesehen.
Es ist einfach immer eine nette Community, immer einen netten Plausch, wenn man hier steht. Das andere ist, dass ich nicht ganz verstehe die Tempomatik. Jetzt bin ich praktisch in der Baustelle. Man sieht hier, der Tempomat ist auf 130 eingestellt. Und ich würde jetzt halt gerne hier auf 60 locker machen. Wenn ich jetzt aber hier einmal runterdrücke, dann geht er auf 130. Gott sei Dank fährt jetzt gerade einer vor mir. Und ich muss jetzt hier mit dem Rädchen runterkurbeln. Bis ich hier endlich mein Tempo habe und dann kann ich mich entspannen und mein Auto selber fahren lassen. Muss das so sein? So, umgekehrt ist so, ich kann hier beschleunigen. Und wenn ich jetzt diese Geschwindigkeit halten will, drücke ich einfach nur runter und dann ist sie dran. Viel besser, oder? Was ihr jetzt hier sehen könnt, ist, dass dieser Scheibenwischer in seiner Automatikfunktion ziemlich spät auslöst. Ich hätte jetzt schon längst die Scheibe gewischt, aber der wartet. Jetzt sehe ich schon fast nichts mehr. Na, mach mal. Ich habe automatischen Scheibenwischer. Der hat keinen Bock zu wischen. Guck mal, jetzt. Gerade noch rechtzeitig, bevor ich irgendwie hier jemandem irgendwo drauf fahre. Also der ist ziemlich lasch eingestellt. Übrigens, damit ich auch nicht so ganz zurechtkomme, ist die automatische Auf- und Abblendfunktion. Die gibt es zwar und die funktioniert auch, aber auch die ist so. Also ich würde vor allem die vorausfahrenden Fahrzeuge würde ich normalerweise nicht schon blenden wollen. Auch entgegenkommende Lastwagen zum Beispiel, finde ich, erkennt sie nicht so optimal. Also da muss ich manchmal nachregeln oder ich glaube, diese Mama schaltet die Funktion sogar meistens überhaupt komplett aus. Ja, wenn man mal so ein bisschen mehr mit dem Auto fährt, dann kriegt man so die Kleinigkeiten auch mit. Und ich habe mir mal vorgenommen, euch auch dieses Mal so kleine Details mitzuteilen. Ich jetzt endlich! Wow! Das sieht aber schön aus hier. Oskar, guck mal hier, zwei Sesselchen für uns. Wir sind im Jungen Hotel in Hamburg. Da ist heute unser Aufführungsort. Das Hallo. Team, Herr Lustitter und sein Kollege, genau. Und wir richten uns mal hier ein. Sieht schon mal sehr schön aus hier. Das gefällt mir wirklich gut, das ist gemütlich. Oskar, da musst du heute länger auf der Bühne sitzen als gestern. Sehr schön, sehr schick. Komm in Neuland, komm in Neuland, yeah. Wir kommen in Neuland, komm in Neuland. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag unserer Neuland-Tour. Gestern Abend in Hamburg war ein schöner Abend, oder, Oskar? War schön. Es waren ein paar Leute da, wir hatten schöne, gute Gespräche. Ich glaube, es hat allen super gut gefallen. Wir haben viele Bücher verkauft. Wirklich, also ein gelungener Abend und wir freuen uns auf morgen in Berlin. Heute haben wir sozusagen ein Off-Day. Wir sind auf dem Weg von Hamburg nach Berlin, wo wir morgen Abend unser Buch vorstellen. Und heute war ich schon bei Ofe Kröger zum Wintercheck. Das seht ihr aber in einem anderen Video und zwar nächste Woche am Sonntag vermutlich. Schaut auf jeden Fall dann auf diesen Kanal rein. Wir sind wie gesagt auf dem Weg nach Berlin. Direkt hier neben dem Supercharger ist ein hochinteressantes Bauwerk. Ich glaube nicht, dass ihr erratet, was das ist, aber das ist sozusagen eine Skibahn. Da kann man also einen Berg hinunter wedeln und unten drunter ist eine Kartbahn, also schlau gemacht. Man kann oben Skifahren und unten Kart fahren. Ansonsten nutzten wir diesen Off-Day, um für das Musikvideo mal einen Vorschnitt zu machen. Nachher in Berlin außerdem einen Podcast aufzunehmen mit Oskar. Und ja, endlich mal die Mail-Eingänge wieder sehen, weil wenn man praktisch immer auf der Bühne sitzt und dazwischen im Auto, kommt man auch sonst nicht so wirklich viel. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich habe tatsächlich noch den Vlog bis hierhin geschnitten. Es ist kurz nach 12 Uhr und ich bin ziemlich müde und jetzt ist dieser Tag, glaube ich, und jetzt ist dieser Tag, glaube ich, auch zu Ende. Schlaf verdient und morgen noch einen schönen Auftritt in Berlin. Und damit sind wir am vierten Tag unseres kleinen Trips aufgewacht im Hotel in Berlin. Heute Abend die Veranstaltung und ja, wir haben schon einen Podcast aufgenommen. Ich habe schon das Video bis jetzt geschnitten und möchte diese kleine Pause hier zum Anlass nehmen, noch eine kleine Erfahrung zu teilen. Wir haben nämlich tatsächlich einen kostenlosen Parkplatz. Ich habe noch nie in Berlin einen kostenlosen Parkplatz gekriegt. Wie ihr wisst, bin ich sogar schon mal abgeschleppt worden. Das war sehr teuer. Also manchmal kostet das Parken mindestens genauso viel, wenn nicht mehr, wie das, was es kosten würde, mit einem Mietwagen in der Stadt rumzufahren. Das ist für mich neben der Arbeit, die für mich das Autofahren bedeutet, mit so einem Aspekt, warum es eigentlich nicht meine erste Wahl ist, mit dem Auto durch die Gegend zu reisen, auch wenn es mit dem Model 3 relativ bequem ist. Willkommen, willkommen, willkommen.
Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Ein Frostzeichen an der Batterie. Naja, 4 Grad. Wir sind inzwischen in Ulm. Wir hatten eine schöne Vorstellung in Berlin. Es waren nette Menschen da. Wir hatten einen ganz tollen Raum. Wir haben das Buch vorgestellt und sind danach noch 6,5 Stunden in der Nacht von Berlin nach Ulm gefahren. Uff, wie die jungen Leute heute zusammenklingen. Ich muss sagen, ihr wisst ja inzwischen, ich bin kein leidenschaftlicher Autofahrer. 6,5 Stunden in der Nacht, wenn man um 9:30 losfährt, ist hart. Ich war sehr froh, dass ich dieses Auto habe. Dieser Spurhalteassistent, der Tempomat mit dem Abstandshalter. Gerade so in der Nacht, wenn du mit Regen auch noch dann teilweise die Linien nicht siehst. Ich fand es sehr praktisch, dass der Tesla die Linien gesehen hat, dass ich mich ab und zu mal zwischendurch entspannen konnte. Natürlich immer wach bleiben, klar, weil wenn du in eine Baustelle fährst, dann verwirrt er sich mit den gelben und den weißen Markierungen. Also du musst immer natürlich parat sein. Aber es war schon entspannend und taktisch betrachtet hat das mir super reingepasst. Ich bin einfach von Supercharger zu Supercharger gefahren. Immer so ungefähr eine Stunde, einmal waren es 2. Hab dort ganz kurz getankt, vielleicht eine Viertelstunde. Dann hatte ich wieder genug Saft, um weiterzukommen. Konnte kurz ausspannen, Pipi machen, einen kleinen Powernap. Und so ging diese Nachtfahrt auch ziemlich gut für mich. Ich hoffe, euch hat dieses Video über unseren 2000 Kilometer Trip gefallen. Lasst unbedingt ein Abo auf meinem Kanal da, liked dieses Video, kommentiert und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer dieser Dad.